Nicht nur, dass das Spiel erst nach Verlängerung und Elfmeterschießen im Endeffekt mit 6:5 für Bayern ausging. Nein, es gab auch noch einen richtig großen Schiri-Zoff. Denn weil Schiedsrichter Felix Zweier den Hausherrn in der 34. Minute einen Elfmeter verweigerte, stürmte RB Sportdirektor Rangnick, der die erste Halbzeit noch auf der Tribüne natürlich verfolgt hatte, auf das Feld und wollte mit seinem Handy dem Schiedsrichter mal die Szene noch mal zeigen. Es geht nämlich um die Szene, als Arturo Vidal mit einer Grätsche von hinten Emil Forsberg faulte. Das soll jetzt ein juristisches Nachspiel haben. Und darüber sprechen wir jetzt mit dem Leipzig-Reporter Stefan Krause. Stefan, hatte denn Rangnick jetzt mal generell erstmal mit der Empfindung recht, es hätte einen Elfmeter geben müssen? Schönen guten Abend. Also ich denke, Ralf Rangnick hatte mit seinem Bauchgefühl absolut recht. Und genauso wie die anderen 42.500 Fans im Stadion, die Szene gesehen haben, muss man ganz klar sagen, es war ein Elfmeter in der Situation. Das Foul beginnt ganz einfach vor der Strafraumgrenze und endet im Strafraum. Insofern gibt es da gar keine zwei Meinungen aus meiner Sicht. Das Kuriose war ja auch, dass Schiedsrichter Felix Zweier sofort auf den Punkt gezeigt hat, und erst nach Rücksprache mit dem Linienrichter dann seine Entscheidung wieder rückgängig gemacht hat, was wohl kaum einer im Stadion verstanden hat. Nun kam es ja im Endeffekt dann doch trotzdem zu diesem Schiri-Zoff. Der DFB ermittelt jetzt gegen Rangnick. Mit welcher Strafe müsste er denn vielleicht rechnen? Naja, dazu muss man wissen, Ralf Rangnick hat eine 30-jährige Karriere als Trainer und Offizieller im Fußball hinter sich und er ist noch nicht einmal auf die Tribüne verbannt worden beziehungsweise hat eine Strafe bekommen. Insofern wird er sicherlich auch eine Rolle bei der Urteilsfindung spielen. Ich denke, er wird eine Geldstrafe bekommen, die sicherlich im mittleren vierstelligen Bereich liegen wird. Das wird der DFB festlegen. Aber Fakt ist auch, der DFB wird natürlich auch einen Präzedenzfall schaffen wollen, um in Zukunft solche Situationen einfach verhindern zu können. Hat sich der Sportdirektor denn schon öffentlich zu diesem Fall geäußert? Ja, der Sportdirektor hat sich geäußert gegenüber uns, gegenüber Bild und hat in gewisser Weise Reue gezeigt. Er sagte zwar, als Sportdirektor ist es ganz klar, denn in so einer Situation muss er mit den Offiziellen reden und er wollte es eigentlich sachlich und ruhig machen, kam natürlich nicht ganz so rüber. Das war zumindest seine Intention, sagte er zu dem Zeitpunkt. Er hätte es aber lieber in den Katakomben machen sollen, sodass die Öffentlichkeit davon ein bisschen weniger mitbekommt. So war die ganze Sache natürlich mehr als unglücklich, weil im Prinzip im Stadion und vor laufenden Fernsehkameras diese Aktion zu sehen war. Ja, wie gesagt, sehr unglücklich für den Sportdirektor von RB Leipzig. Ja, das war auch eine sehr unglückliche Niederlage. Jetzt einen Tag später nach dieser blöden Pleite gegen die Bayern. Wie fühlen sich die Spieler, wie fühlt sich Trainer Hasenhüttl auch, gerade in dem Bezug darauf, dass es ja am Samstag schon wieder in der Bundesliga gegen Bayern geht? Ja, heute war erstmal das große Wundenlecken angesagt. Der Tag gestern, beziehungsweise der Abend gestern, das Spiel, hat nachgewirkt. Die Mannschaft war schon mächtig betröppelt, als sie gestern nach Hause ging. Und heute im Training war es nicht anders. Da mussten die Köpfe erstmal wieder aufgerichtet werden. Trainer Ralf Hasenhüttl tut da natürlich sein Bestes. Er hat auch gesagt, die Mannschaft hat ein großartiges Spiel gemacht. Wir haben zu zehnt den Meister in Schach gehalten und lange Zeit das 1-1 gehalten. Und das muss man auch wirklich anerkennen. Nur der Weg in die Köpfe ist natürlich da ein schwieriger, weil natürlich die Mannschaft drauf geeicht war. Sie wollten dem großen Favoriten ein Bein stellen und wollten gewinnen. Das hat nicht geklappt. Und jetzt wird es am Samstag sicherlich die große Herausforderung werden, diese mentale Schwierigkeit, dieses mentale Problem dieser Niederlage aus den Köpfen rauszukriegen. Marcel Sabitzer sagte mir dieses Spiel am Samstag wird natürlich ein Spiel, wo wir alle über unsere Grenzen hinausgehen werden oder hinausgehen müssen, um erfolgreich zu sein. Und ja, da bin ich gespannt, wie das der Mannschaft gelingt.